Hast du irgendwas gefunden, Stefan? Es gibt so viele Tierzeichnungen in dem Buch und die Tiere sind überall glücklich. Guck mal, die Kuh hier frisst sogar Gemüse. Ja? Ja, ich hab's. Nicht mal das frischeste Gras reicht. Emily braucht bestimmt nur etwas mehr Nährstoffe. Gemüse? Du meinst Kartoffeln? Anderes Gemüse. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht finden wir was im westlichen Wald. Eine Händlerin hat mir mal erzählt, dass sie da seltsame Dinge gesehen hat. Mehr fällt mir aber auch nicht ein. Ich hoffe, das bringt dich weiter. Oh, verstehe. Okay, na dann, viel Erfolg. Oh, das passiert also, wenn man zu viele Bohnen isst. Ich merke mir das am besten mal. Was tust du denn hier? Ah, Gabriele! Du hast das in einem komischen Buch gelesen und willst jetzt was ausprobieren? Das ist ein ganz schön dickes Buch, was du da hast. Ich bin echt beeindruckt, dass du so ein Buch hast und das auch noch so gut nutzen kannst. Früher hatten die Menschen einen solchen Reichtum an Wissen. Sie haben es angewandt, um in Gemeinschaft mit den Tieren zu leben. Wärst du so nett, mir das Buch zu zeigen? Das Ding fällt schon auseinander. Du hast sicher oft darin gelesen. Oh, der Autor, es ist. Na, was schon gut. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Als eine Art Dankeschön verrate ich dir, wo es ein paar seltene Pflanzen zu finden gibt. Such hier im Wald, ich bin mir sicher, du wirst Pflanzen finden, die den Tieren helfen werden. Wenn du sie findest, gib sie ihr. Emily meine ich jetzt. Also schön, dann mach's gut. Seltenes Gemüse, seltenes Gemüse. Hier ist eine kleine Wolke und, oh, da oben ist Mais. Den habe ich ja noch nie gesehen. Ja, wir können sie aber nicht einfach so damit füttern. Lass uns zur Farm zurückkehren und darüber nachdenken, wie wir Emily damit füttern können. Hallo Stefan, ich bin vorbeigekommen, um nach dir zu sehen. Was ist denn los? Tierfutter, Du musst es erst zerkleinern, bevor du es zu fressen geben kannst. Ein Messer? Welches Vieh verlangt denn sein Fressen in Julienne-Streifen? Ich bitte dich, ich rede hier von einer Windmühle, Kumpel. Ich benötige Holz, um eine Windmühle zu bauen. Fälle ein paar Bäume mit einer Axt und bring sie her. Drei Eichenholzbretter sollten reichen. Okay, hau ruck, hau ruck und nochmal. No, du hast die Materialien bekommen? Na, dann mache ich mich mal an die Arbeit. Hier baue ich für dich eine Mühle hin. Tada! Die Windmühle ist fertig. Bringen wir sie in Gang. Versuche mal, die Zutaten, die du gefunden hast, hier reinzupacken. Jetzt können die Tiere es fressen. Na los, gib ihnen mal das Futter. Mo? Mo? Nom? Mo? Nom, 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 nom. Mo? Du hast es geschafft. Emilys Zustand ist schon viel besser geworden. Emily, den Sternen sei Dank. Den Sternen sei Dank. Emily ist das erste Kalb, das ich auf die Farm gebracht habe. Fast ihr ganzes Leben lang ist sie schon bei mir. Deswegen hänge ich so sehr an ihr. Ich freue mich so für dich, Benny. Das hast du Stefan zu verdanken. Merkst du ruhig? Es ist genauso, wie Elijah sagt, mein Freund. Du hast Gras angepflanzt, eine Windmühle gebaut. Wir können jetzt sogar Feldfrüchte anpflanzen. Ich habe nur dran gedacht, die vor mir liegenden Aufgaben zu erledigen. Ich habe sogar überlegt, den Hof zu verkaufen, damit ich Emilys Behandlung bezahlen kann. Wirklich, Benny? Ja, trotzdem hat unser Freund hier mich zum Umdenken gebracht. Dankeschön. Ja, oh weh, du wirst ja ganz rot, Benny. Ich möchte auch meine Dankbarkeit zeigen. Danke, Stefan. Wir gehen jetzt aber lieber besser an die Arbeit. Hier gibt's viel zu tun. Na klar, die Farm bleibt bestehen. Dachte ich mir schon. Huch, Gabriel, wie lange steht die denn schon da? Entschuldigung, hätte ich mich etwa ankündigen sollen? Ich hab dich gar nicht bemerkt. Du brauchst mir nicht zu danken. Ich habe ja kaum was getan. Trotzdem tut es gut, die Kuh wieder in alter Frische zu sehen. Nee, das Ding da, genau das in deiner Hand. Sowas habe ich schon mal gesehen. Entweder dasselbe oder was sehr, sehr Ähnliches. Darf ich es mir mal genauer ansehen? Dachte ich es mir. Es hat die gleiche Markierung wie der Quell der Erntegöttin. Du kennst die nicht? Es ist eine Quelle mit der Kraft der Erntegöttin, die in dieser Welt weilte. Das hat man mir zumindest so gesagt. Mit eigenen Augen habe ich das noch nicht gesehen. Man sagt, dass man dort eine Menge verfallener Ruinen finden kann. Ja, bitte schau es dir an, wenn du die Gelegenheit hast.
Also dann, leb wohl! Ja, guten Morgen. Jetzt bin ich sicher, dass wir den Erntewichtel wieder wecken können. Hihi, gehen wir zur Lichtquelle zurück, Stefan. Was ist, Stefan? Etwas über Gabriel? Hast du was gesagt? Alles klar, na dann leb wohl. Komm schon, lass uns gehen. Na, ich wusste es, Soli ist hier. Dem Himmel sei Dank, Soli ist wieder da. Darf ich vorstellen, das ist Soli, der Erntewichtel der Erde. Es scheint, du bist mein Wohltäter. Ich bin Soli. Du hast mich zurückgeholt. Ich danke dir von Herzen. Nach meinem langen Schlaf ist es nur fair, dass ich mich etwas anstrecke. Huch, aua, mein Kopf. Soli ist der Inbegriff einer ehrlichen Haut. Ich muss zugeben, das ist mir etwas unbehaglich. Juhu, geschafft! Ich glaube, es ist total ob gut besser aufgehoben. Ich hoffe, es wird dir von Nutzen sein. Du hast es geschafft, Stefan. Apropos dieser Quell der Erntegöttin, den Gabriel erwähnt hat. Ich wünsche mir so sehr, die Erntegöttin zu sehen, aber uns fehlen noch welche. Wie ich dir beim ersten Treffen sagte, können wir sie erst sehen, wenn wir 6 Medaillons haben. Deshalb müssen wir weitere Erntewichtel retten. Aber dir gelingt das bestimmt. Oh yeah, aber jetzt tanzen wir erst noch, bis der Arzt kommt. Nur dank der unermüdlichen Anstrengungen unseres Helden konnten Emily und all die anderen Tiere aus Kalison überleben. Selbst nach einer langen stürmischen Nacht beginnt der nächste Morgen eben stets mit einem Sonnenstrahl. Aber wird unser Held den Herausforderungen der Zukunft gewachsen sein? Schon bald gelangt er in ein Dorf, wo ihn Angst, Verzweiflung und Hunger erwarten werden. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Bye bye! Oh, ist das lecker? Oh, ich hoffe nur, dass da kein Mais drin ist. Von Mais muss ich immer so dolle furzen. Oh.